Ja, daran erinnere ich mich sehr gut. Ich war in einem sehr erschöpften Zustand, weil ich sehr viel Stress aktuell hatte auf Arbeit und dementsprechend auch sehr gereizt war, auch zu Hause. Und dementsprechend war ich irgendwie also völlig erschöpft im völligen Chaos mit ganz wenig Selbstregulation. Und das war einer meiner Hauptanliegen, A, Selbstregulation zu lernen. Weil das war das, was mir am meisten gefehlt hat. Und ansonsten grundsätzlich, also wie werde ich liebevoller mit meiner Familie im Umgang, mit meinen Kindern, mit meinem Mann. Und auch ein anderes großes Thema war das Thema Abgrenzung bei mir, egal ob auf Arbeit oder anderen Menschen gegenüber. Genau, das waren die größten Anliegen. Ja, also zum einen das Zusammenspiel der einzelnen Komponenten wie Einzeltherapie, Gruppensitzungen, Module und Körperarbeit. Also jede Komponente für sich, also von der profitiere ich einfach so viel. Genauso wie also die Nähe zum Therapeuten. Also das kannte ich vorher so nicht. Also man kennt ja bei Ihnen Ihren Hintergrund, also Ihre Lebensgeschichte sozusagen. Man fühlt sich viel besser aufgehoben, man hat viel mehr Vertrauen in Ihre Arbeit, weil Sie wissen, wovon Sie reden, so ungefähr. Und auch diese 24-Stunden-Erreichbarkeit. Also das ist was, das kennt man ja so aus der, oder kannte ich bis dato aus Therapien nicht so. Ich hatte bis jetzt immer so eine Stunde Therapie. Sitzung, danach erstmal eine Woche oder 2 Wochen war ich auf mich alleine gestellt. Und also es war sehr angenehm, dass ich, wenn ich akut ein Problem hatte oder eine Situation, wo ich nicht weiterkam, da wusste ich immer, ich kann auf sie zukommen und ihnen schreiben oder sie anrufen. Also es war sehr, sehr hilfreich. Ja, auch da gab es so einige. Zum einen, zum Beispiel, hatte ich immer das Gefühl, ich würde mein Leben nicht leben, sondern würde irgendwie das von außen betrachten, irgendwie als wäre ich nicht dabei. Und da hatte ich diesen Aha-Moment, wo ich also von der Dissoziation gehört habe. Das kannte ich so vorher nicht. Und da war mir klar, ja, warum es sich so angefühlt hat. Zum einen das. Dann war für mich auch ein Aha-Moment, selber zu erkennen, dass ich auch in der Vergangenheit schon die ersten Schritte in die Heilung gegangen bin, worauf ich dann auch stolz sein konnte. Dann auch die Erkenntnis, dass die Symptome, die ich hatte, völlig verständlich sind bei meiner Vergangenheit. Und das hat mir bei der Selbstannahme sehr geholfen, weil ich also bei vielen, also auch Beziehungsproblemen, immer dachte, was stimmt nicht mit mir und habe immer die Fehler in mir gesucht. Und so konnte ich verstehen, okay, es liegt nicht an mir, sondern wirklich an den Erfahrungen. Ich habe es mir halt nicht selber ausgesucht. Oder was noch, dass zum Beispiel vieles am Nervensystem liegt. Es liegt nicht daran, also zum Beispiel bei der Verhaltenstherapie lernt man kognitiv, okay, was müsste ich eigentlich tun? Und ich habe mich immer gefragt, warum schaffe ich es nicht? Und durch die Erkenntnis, dass vieles am Nervensystem liegt, ja, wusste ich, woher das kommt. Also, dass das auch da nicht an meiner Unfähigkeit sozusagen liegt, sondern dass es einfach verständlich ist. Ja, und da kommen wir zum nächsten, auch das Thema Körperarbeit, wie wichtig es deswegen ist, bei der Selbstregulation oder bei Bearbeitung des Nervensystems sozusagen mit dem Körper zu arbeiten. Und grundsätzlich, Aha-Momente hatte ich auch in jeder Einzelsitzung. Also jedes Mal, wenn wir akute Situationen behandeln und besprechen, kommt man irgendwie von einem zum anderen, wo man herausfindet, welches Bedürfnis dahinter liegt oder welche Gefühle. Und ja, jedes Mal ist es irgendwie ein Aha-Moment, weil man in manche Richtung gar nicht gedacht hat. Und ja, auch so. Jedes Mal, wie gesagt, also immer wieder Aha-Momente. Ja. Viel mehr schwer zu beantworten, weil also bei jeder Komponente profitiere ich sehr viel, egal ob von den einzelnen Modulen, die ich selbstständig bearbeiten kann oder von den Gruppensitzungen, Einzeltherapien. Aber gerade weil ich es in letzter Zeit so in meinen Alltag aufgenommen habe, die Körperarbeit. Also wenn ich mich wirklich für eins entscheiden kann, dann ist sehr viel Körperarbeit, weil ich tagtäglich davon profitiere. Ja, also zum einen die Beschäftigung mit meinen Bedürfnissen und durch die Erkenntnis, wie wichtig es ist, seine eigenen Bedürfnisse zu erfüllen, arbeite ich auch sehr
viel daran, halt, wie gesagt, die Bedürfnisse zu erkennen und mir sie auch zu erfüllen, weil ich merke, dass ich dadurch natürlich viel entspannter werde und auch viel wohlwollender mit anderen dann umgehen kann, wenn ich sozusagen zufrieden bin. Und dementsprechend kommt dann auch die Abgrenzung zu anderen. Also ich habe sehr viel auch Verantwortung für andere übernommen, ganz automatisch, weil ich das auch aus meiner Kindheit her kenne. Oder generell die Gefühle von anderen, also mich abzugrenzen von den Gefühlen von anderen und grundsätzlich das Thema Abgrenzung. Also das kriege ich auch mittlerweile sehr viel besser hin, einfach bei mir zu bleiben und bei dem, was mir gut tut. Und wie ich schon gerade gesagt habe, auch die Körperarbeit, die gehört einfach tagtäglich dazu. Das ist passiert teilweise wirklich automatisch, wo ich mir denke, oh, jetzt fahre ich gerade hoch mit meinem Nervensystem. Okay, leg dich mal kurz hin, zitter mal ein bisschen oder klopf dich ab oder atme mal durch, egal ob beim Zahnarzt oder auf Arbeit. Genau, also das ist, ja, das ist auch ein sehr wichtiger Schritt bei mir gewesen. Also der sich auch wirklich vor kurzem erst so wirklich ergeben hat und wo ich es wirklich aufgenommen habe und umsetzen kann. Und ich kann mich auch im Alltag, egal ob meinen Kindern gegenüber oder auf Arbeit, viel besser bremsen, wo ich merke, okay, ich fahre hoch oder es geht nicht so in die Richtung, wie ich es mir wünschen würde, einfach mal kurz innezuhalten, sich mal kurz nochmal zu sammeln und die Richtung sozusagen zu wechseln und wieder, oder wenn ich schon hochgefahren bin, einfach auch schneller wieder zur Rationalität zu kommen. Genau. Also ganz klares Ja, definitiv. Und ich würde es also vor allem jedem empfehlen, der überhaupt über eine Therapie nachdenkt, egal mit welcher Diagnose, ob Depression, ob Burnout, ob, ja, es gibt so viele Diagnosen, ob Panikattacken, Angststörungen, weil ich der Meinung bin, hat allen den gleichen Ursprung, egal ob mangelnde Selbstliebe oder mangelnde Selbstregulation oder ja. Also wie gesagt, ich bin der Meinung, es hat alles den gleichen Ursprung und das, was ich gelernt habe, das hilft grundsätzlich einfach weiter und bereichert das Leben.